Günstiges Gold, Items und weitere Boosts findet ihr bei aoeah.com. Checkt den Link in der Beschreibung. Mit dem Code Gipfel bekommt ihr 3% Rabatt. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Ranger Guide. Ich präsentiere euch mein Level 70 Plus Bild, mit dem man schon relativ hohe Dungeons laufen kann. Das nötige Spielgeschick vorausgesetzt. Das Gameplay ist anspruchsvoll, aber macht jede Menge Spaß. Und wir haben sowohl guten Flächenschaden, als auch hohen Schaden an Einzelzielen. Ich werde zusätzlich ein paar alternative Optionen erwähnen und auch schon zeigen, wie es bis Level 100 weitergehen soll. Auf geht's! Es geht los mit dem Skilltree. 2 Punkte müssen wir ja bei den Basisfertigkeiten lassen. Hier wählen wir den verbesserten Einstich. Prinzipiell ist es eh egal, weil wir ohne Basisfertigkeiten spielen werden. Solange der Energiehaushalt beim Hochspielen aber noch nicht autark ist, ist Einstich die beste Attacke zur Ressourcengewinnung. Bei den Kernfertigkeiten skillen wir geübtes Sperrfeuer und geübtes Schnellfeuer voll aus. Außerdem auch alle 3 passiven Fertigkeiten. Alternativ kann man auch den durchschlagenden Schuss spielen und eine der anderen beiden Attacken dafür aufgeben. Das ist etwas Geschmackssache, ich mag die Kombination Sperrfeuer und Schnellfeuer am liebsten. Da es kaum ein Aufwand ist, könnt ihr jederzeit ausprobieren, was euch zusagt. Bei den Wendigkeitsfertigkeiten 1 Punkt in Preschen und volle 3 Punkte in die Waffenbeherrschung. Eine Alternative zum Preschen ist Schattenschritt. Das Schöne ist hier, dass wir auch einen Stunbreaker dabei haben. Der Nachteil ist jedoch, dass wir damit nur auf Ziele zustürmen können. Das Preschen können wir auch zum Ausweichen oder zum schneller Vorankommen nutzen. Bei den Täuschungsfertigkeiten 1 Punkt in Verschleierung und dann zur zerrüttenden Verstohlenheit. Dieser Skill ist aus mehreren Gründen super. Er befreit uns von CC-Effekten, macht uns unsichtbar, gibt uns Laufgeschwindigkeit und wenn wir den Skill mit Sperrfeuer unterbrechen, verwunden wir mehrere Ziele für ganze 6 Sekunden. Das ist gerade bei Elite-Gruppen praktisch. Da reichen die 2 Sekunden Verwundbarkeit, die wir vom Paragon-Brett bekommen, oft nicht aus. Außerdem generiert die Verschleierung dank der Erweiterung auch Energie. Falls uns also mal die Ressourcen ausgehen, was selten passiert, haben wir auch dafür eine schnelle Lösung. Ein sehr praktischer und vielseitig einsetzbarer Skill also, der meiner Meinung nach von vielen unterschätzt wird. Zusätzlich kommen noch die Passivskills Ausnutzen und Bösartigkeit dazu. Logischerweise um den Schaden zu pushen. Bei den Infusionsfertigkeiten skillen wir die Schatteninfusion voll aus und nehmen die erste Verbesserung mit. Dazu wähle ich die Kälteinfusion und 3 Punkte in frostige Finesse. Eine andere Option wäre die Giftinfusion, damit bekommt man mehr Schaden heraus. Doch gerade wenn man höhere Dungeons laufen will, kann man in vielen brenzlichen Situationen von den Kälteeffekten profitieren. Eine Salve Schnellfeuer friert gefährliche Elite-Monster sofort ein. Eine ultimative Fertigkeit brauchen wir in diesem Bild nicht, dafür je 3 Punkte in die Passivskills Anregung, Adrenalinrausch und Anlauf. Wer unbedingt möchte, kann natürlich auch eine Ulti im Tausch gegen einen anderen Skill einbauen. Es gibt viel Freiraum für individuelle Anpassungen. Man könnte auch mit allen 3 verschiedenen Infusionen spielen. Die zentrale Passivfertigkeit ist Präzision. In der Tastenbelegung habe ich Schnell- und Sperrfeuer auf den Maustasten und die beiden Infusionen sowie Verschleierung und Preschen auf den Skill-Tasten. Bei den Spezialisierungen nehmen wir Inneres Auge. Nun das Paragon-System. Wir werden die Bretter Jägerhandwerk, raffinierte List, keine Zeugen und Schwäche ausnutzen anlegen. Die Glyphen sind Splitter, Ferne, Ausbeuten, Kampf und Torf. Splitter gibt einen ordentlichen Schadensboost, Ferne ebenso, außerdem Schadensreduktion. Ausbeuten macht getroffene Monster verwundbar, auch das ist sehr wichtig. Und Kampf gibt uns ordentlich kritischen Trefferschaden und hilft auch bei der Ressourcengewinnung. Torf ist auch sehr nice, weil uns viele Monster unweigerlich auf die Pelle rücken werden. Gerade stärkere, die wir nicht mal eben wegpusten. Für diese Situation mehr Schaden und Schadensreduktion parat zu haben, ist definitiv eine gute Option. Die Glyphe-Infusion ist allerdings auch eine Überlegung wert, gerade wenn man mit 3 Infusionen spielen sollte.
Ich zeige euch jetzt einmal die ganzen Knoten und danach könnt ihr noch einmal die Übersicht sehen. Im Paragon-System kümmern wir uns vor allem um die Knoten, die uns Schaden geben. Wenn alles soweit ausgebaut ist, kann man aber auch noch die Defensivknoten mitnehmen. Außerdem kann man am Ende auch noch die Attribute für die Glyphen ausmaxen. Die Möglichkeit, ein weiteres Brett anzuheften, besteht auch, aber ich werde mich wahrscheinlich auf die vier genannten Bretter konzentrieren. Mit Level 100 werde ich dann die Optionen nochmal abchecken und wenn sich wesentliche Dinge ändern sollten, erfahrt ihr es natürlich. In der gezeigten Form funktioniert der Build auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wenn man höhere Dungeons läuft, sollte man allerdings Mods wie Unterdrücker, reduzierter physischer und kritischer Schaden sowie verminderter Fernkampfschaden besser meiden. Kälte verzaubert ist auch sehr unangenehm, nicht nur wegen dem Einfrieren, sondern auch weil Kälte verzauberte Elite-Monster sehr tanky gegen physische Angriffe sind. Nun zu den Aspekten und Items. Das Praktische ist hierbei, dass viele davon sofern freigeschaltet im Aspektbuch verfügbar sind. Die kann man nutzen, bis man bessere Rolls findet. In den Rüstteilen habe ich aktuell 4 Aspekte, die ich sehr brauchbar finde. Armor Stacks, Chance dunkler Schleier auf Treffer zu casten, überspringendes Schnellfeuer und Schadensreduktion von CC-betroffenen Gegnern. Im Schmuck stecken die Aspekte Klingenmeister und innere Ruhe für mehr Schaden. Ich habe außerdem noch den Aspekt für Ressourcengeneration bei CC. Auf meinen beiden Einhandwaffen sind abzweigende Salven und Pfeilhagel. Die Ausrüstung ist natürlich noch nicht perfekt, gehen wir einmal alle Slots durch. Schön an meinem Helm sind die Abklingzeitreduktion und die 4 Ränge auf Schatteninfusion. Dazu hätte ich auch gerne noch Prozent Rüstung, wobei ich die Attribute aktuell fürs Paragon-System brauchen kann. Die Rüstung muss definitiv noch besser werden, ich habe hier bloß eine Heilige. Schaden und Schadensreduktion sind aber nicht verkehrt, Prozent Rüstung und Schaden mit Präzisionsfertigkeiten wären auch nützlich. Die Handschuhe sind schon ganz okay, 4 auf Speer und Schnellfeuer sind super, ebenso die Crit-Chance, doch statt Attribute wäre später Angriffsgeschwindigkeit besser. Die Hose hat Schadensreduktion, Rüstung und Leben. Dazu wäre Cooldown-Verringerung für Infusionen ganz nett. Die Beinschienen der Reue trage ich aktuell hauptsächlich wegen der Laufgeschwindigkeit. Ideale Boots hätten Laufgeschwindigkeit, Energiekostenreduktion, alle Stats und extra Geschick. Meine Hauptwaffe ist derzeit Windforce. Der Bogen arbeitet sehr gut und die Attributspunkte helfen mir aktuell im Paragon-System. Der Unique-Aspekt ist auch sehr nice. Ich habe auch einen stabilen Himmelsjäger, der macht sogar noch mehr Schaden. Auch hier sind die Affixe und der Aspekt durchaus brauchbar für den Build. Ansonsten empfehle ich eine Armbrust mit guten Schadensaffixen. Die 60% Schaden an Verwundbaren, die auf jeder Armbrust drauf sind, wirken stärker als die 60% an entfernten Gegnern von Bögen. Grundsätzlich wollen wir viel kritischen Trefferschaden und Schaden an Verwundbaren,
Dann kommen andere Schadensaffixe wie Kernfertigkeiten, Infusionen oder physisch. Die Einhandwaffen dienen dazu, um den Schaden zu pushen. Hier wollen wir ebenfalls gute Affixe. Oder auch Geschicklichkeit oder alle Werte. Auf den Ringen kommt ebenfalls Schaden rein. Außerdem Crit-Chance und Ressourcenerzeugung kann auch nützlich sein. Auf dem Amulett kann man sowohl Schaden als auch Schadensreduktion reinholen. Außerdem sind Kostenreduktion und Abklingzeitreduktion brauchbar. Laufgeschwindigkeit wäre aber auch nicht übel, ebenso wie verschiedene Passivskills. Beim Amulett fällt die Entscheidung am schwersten. Im Zweifelsfall muss man schauen, ob man Cooldown und Kostenreduktion wirklich braucht. Laufgeschwindigkeit ist nämlich schon ziemlich wichtig für den Jäger. Nun zum Gameplay. Wir können durchgehend mit Schnell- und Sperrfeuer um uns ballern. Die Schatteninfusion gibt uns einen Damage Boost. Und die anderen Skills nutzen wir, um brisanten Situationen zu entgehen. Ihr könnt hier sehen, wie ich einen Dungeon zerstöre, in dem die Monster nur wenige Level über mir sind. Anschließend zeige ich aber auch ein Beispiel, wie verblüffend gut mein Level 83 Jäger mit Monstern über Stufe 100 klargekommen ist. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal, macht es gut und möge der Loot mit euch sein.
Folgt mir. Danke. Wiedersehen.